Hallo und guten Abend an diesem Sonntag. Hier ist David Krüger vom forex-ratgeber-online.com mit der Zusammenfassung, wie angekündigt, in Videoform von dem Samstag-Hotspot-Scalper-Webinar. Es ging technisch ein bisschen in die Hose, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war damit nicht ganz zufrieden. Ich bin trotzdem dankbar über teilweise positives Feedback, das dennoch etwas hängen geblieben ist. Und aus dem Grunde, da wir eben diese technischen Schwierigkeiten hatten, fasse ich heute nochmal alles komplett in aller Ruhe zusammen. Ihr könnt euch das ruckelfrei anhören. Es gibt keine Übertragungsschwierigkeiten mehr und ich fasse es auch direkt an. Wir hatten jetzt damit begonnen, dass ich die vier Schritte zu Ihrem Trading-Erfolg eingeläutet hatte. Das heißt, der Schritt 1 ist ganz klar, wir brauchen eine Planung. Wir brauchen einen Plan, einen Handelsplan und das Wichtigste, den Schritt machen wir natürlich in einigen Wochen dann zusammen, gehen wir den durch, wie erstellen wir uns einen sicheren, verlässlichen Handelsplan. Der Punkt 1 ist erstmal ganz klar für jeden, der anfangen möchte, wir brauchen einen Plan. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, wie viel Geld können wir pro Handel oder Handelstag riskieren. Wie viel sind wir bereit zu riskieren? Wie viel Geld haben wir auf dem Konto? Und dafür gibt es eine ganz einfache Faustformel. Bitte niemals mehr als 3% riskieren oder sagen wir zwischen 2 und 4% Ihrer Einlage riskieren. Wenn Sie 1.000 Euro eingezahlt haben, wären das bei 3%, das ist ein guter Betrag, 30 Euro. Mit diesem Betrag können wir arbeiten, das heißt, wir können unsere Order planen, wir können unseren Eingang planen. Selbst auf der 1-Minuten-Chart, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Take-Profit von erwarteten 20 Punkten, ja, dann können wir das durch die Anzahl der Pips durchrechnen, haben gleich auch das richtige Stop-Loss. Das wäre jetzt die komplizierte Variante. Oder wir nutzen einfach das DDSMM Money Management. Das ist eine Excel-Datei. Da können wir direkt unseren Wunschbetrag eintragen, den wir riskieren möchten. Auch wie wir bereit sind, wie viel wir insgesamt von unserem Konto riskieren möchten oder insgesamt bereit sind zu verlieren. Das heißt vielleicht 10%, dass wir sagen, von 10.000 sind wir bereit, 1.000 vielleicht zu opfern. Ja, das gibt man da alles in eine Tabelle ein und dann bookt er im Grunde einen immer das richtige Lot für den nächsten Trade aus. Ja, man trägt dann auch ein, ob das Minus oder Plus war. Ganz egal, das ist eine ganz einfache Geschichte, gibt es überhaupt keine Probleme. Das nur mal zur Info. So, Schritt 2 ist ganz klar, wir brauchen die Analyse. Wir müssen erstmal wissen, welches Paar lohnt sich heute, welches Paar können wir handeln. Und wie ist gerade die aktuelle Wirtschaftslage auch, zum Beispiel jetzt Europa betreffend. Wir haben jetzt am Donnerstag diesen EU-Gipfel gehabt. Die Entscheidung fiel sehr, sehr richtig gut aus und sehr positiv für den Euro aus. Anleger haben wieder das Vertrauen gefasst, haben den Markt so zum Überkaufen gebracht, dass er am Freitag jetzt ganz stark seitwärts lief. Das kann ich ganz kurz mal zeigen auf der M15-Chart. Dann kann man das sehr gut sehen. Und das war das Ergebnis. Ja, wir haben jetzt hier am Mittwoch noch einen kurzen Down gesehen, das waren 140 Punkte circa, oder ab dem höchsten Punkt, ich glaube 170 sowas, ja. Und dann ist der Preis über Nacht, hat sich wieder komplett zurückerholt und dann hat hier an dem Donnerstag dann aufgrund des positiven EU-Gipfels dann nochmal 300 Punkte zugelegt. Ja. Und seitdem, am Freitag, hat er es nochmal gerade geschafft, maximal 100 Punkte runterzukommen und verläuft seitdem seitwärts. Super gute Goldgrube, hier gibt es gleich wieder mögliche Trades, die wir hier abschließen können. So, das nur eben, dass wir das sehen hier, was passiert ist und wie der Markt sich jetzt eben seitdem verhält. So, und das wurde angetrieben, der Markt, durch die Wirtschaftsnews. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diesen News auch Beachtung schenken, dass wir wissen, was passiert auf der Welt, dass wir uns dann richten können, dass wir wissen, okay, die positive Entscheidung des EU-Gipfels beispielsweise jetzt in der letzten Zukunft war einfach so gut, dann wären wir wirklich ganz, ganz, ganz dumm, muss ich sagen, wenn wir hier da einen Short Trade machen würden. Okay, auf der M1 ist es eine andere Sache, wenn wir scalpen, darum geht es ja im Grunde auch heute, können wir auch kurzfristige Short Trades natürlich positionieren und die über den Tag auch mehrfach verteilen und dann die auch ins Plus bringen. Nur wichtig ist, dass wir auf den kleinen Charts im Grunde das, was auf den großen Charts passiert, am besten lernen, am schnellsten lernen. Wir brauchen, ich habe in der letzten Hotspot-Gruppe das etwas von hinten rum angefangen quasi. Wir haben von den großen Charts uns auf die kleinen runtergearbeitet. Ist natürlich im Grunde die schwerste Methode. Aber für die Leute, die das jetzt miterlebt hatten, die jetzt da dabei waren, für die wird das jetzt ziemlich einfach sein, mit dem Scalpen hier zu beginnen und ihre 150 oder 200 oder 300 Punkte am Tag oder mindestens 100 Punkte, das ist so meine Standardgarantie, die ich auch persönlich mindestens erreiche pro Tag, dass ihr das erreichen werdet. Mein letzter Schritt betreffend Analyse lautet, ich öffne also meine MetaTrader-Plattform. Ich könnte natürlich auch jede andere beliebige Plattform öffnen, es muss ja kein MetaTrader sein, es gibt viele webbasierte
Broker inzwischen. Es gibt Ninja Trader, wer auch da immer mit arbeiten möchte, kann das tun. Ich empfehle dennoch, mit dem MetaTrader zu arbeiten. Das ist die weltweit beliebteste und einfachste Handelsplattform überhaupt. Wir können hier mit verschiedenen Funktionen arbeiten, die es inzwischen zwar auch schon auf anderen webbasierten Portalen gibt, aber ich generell tendiere zu MetaTrader. So, ich öffne jetzt mehrere Charts auf meinem MetaTrader, meinetwegen den Euro, gegen den Dollar, Britain Pound, gegen den Dollar, etc. pp. Ich kann natürlich auch direkt bei meinem Paar bleiben, beim Euro-Dollar zum Beispiel, hat immer einen niedrigsten Spread. In der Regel wird er bei meisten Brokern immer am niedrigsten gehandelt, dieses Paar. Also ich empfehle einfach direkt mit dem Euro-Dollar-Paar zu arbeiten. Es ist daher, dass es den niedrigsten Spread hat, das heißt die niedrigste Überwindungsphase, die wir, wenn wir eine Handelsorder platzieren, die wir erstmal überwinden müssen, bis wir ins Plus kommen. Das sind meistens zwischen 1,5 oder 2 Punkte. Also über 3 sollte das nicht sein bei dem Euro-Dollar. Das ist dann ein Broker, den ich dann eher nicht empfehlen würde, wenn er solche hohen Gebühren dafür verlangt. So, auf dem Euro-Dollar-Paar haben wir die Möglichkeit, den Euro gegen den Dollar zu handeln, ganz klar. Mein letzter Schritt betreffende Analyse lautet oder wäre dann, oder mein Tipp, den ich dann jedem geben kann, der sich dann damit mehr befassen möchte: Ich öffne erstmal meine MetaTrader-Plattform, öffne dort ein paar verschiedene Charts auf verschiedene Währungspaaren, eventuell auch unterschiedliche Zeitrahmen. Das heißt, ich kann auch direkt mir das Ganze ersparen und kann mir ein paar aussuchen, zum Beispiel das Euro-Dollar-Paar mit dem niedrigsten Spread, und mich erstmal auf das fixieren. Das kann ich sowieso jedem erstmal raten, der überhaupt beginnt mit dem Handeln oder der auch ein bisschen Erfahrung hat. Für das Scalpen ist das wirklich das beste Paar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier dann mehrere verschiedene Charts zu öffnen. Ab M1, M5, M30, so wie ihr es hier sehen könnt. Ich habe das hier vorhin kurz zusammengefasst gehabt. Man kann das eben noch erkennen. Es ist hier die M1, die M5, die M15, die H4 und die Daily Chart. Ich kann hier natürlich auch mal hin und her switchen. Ich habe das mir so aufgebaut, dass ich das eben nicht mehr tun brauche. Mir reichen diese 5 Charts. Ich könnte auch die Daily später wegnehmen. Das geht erstmal um den Anfang, dass wir wissen, okay, wie sieht es überhaupt aus gerade hier auf dem Markt. So, und mir das dann teilen. Das auch auf 3 Charts begrenzen. Ich kann das ja hier einstellen, wie ich möchte. Wenn je weniger Charts ich habe, kann ich das auch hier dritteln. Wichtig ist, dass wir uns erstmal diese Reihenfolge aufbauen. Dass wir uns daran gewöhnen, auf die M1 zu klicken. Wenn wir auf die M5 nachschauen möchten, klicken wir auch hier unten auf die M5. Wenn wir auf die M15 nachschauen möchten, auf der M15. Dass wir uns hier nicht mehr hin und her oder innerhalb der Chart den Zeitraum verändern. Und dann auch automatisch in der Reihenfolge durcheinander kommen, dass wir dann hier was anderes haben und dann der Ansicht sind, das ist ja die M1, und einfach, dass man einen Ablauf hat, dass man eine Regel, eine Reihenfolge hat, das ist ganz, ganz wichtig. Bitte daran halten, M1, M5, M15, können auch alle Charts sein, die dann darauf höher anschließen, ganz egal. Gut, wenn ich dann meine Analyse gemacht habe, dann weiß ich auch, okay, gut, was brauche ich jetzt? Ich brauche erstmal einen ruhigen Kopf, ich brauche mal eine ruhige Zeit für mein Trading, ich brauche am besten keinen, der mich stört, sollte nicht direkt an der Hauptstraße liegen, ihr Büro oder ihr Arbeitszimmer oder das Fenster halt anschließen, dass man echt Ruhe hat, dass die Musik aus ist, der Fernseher aus ist, dass man sich direkt auf sein Trading vorbereiten kann. Finden Sie die Zeit dafür. Die mentale Generalprobe lautet, das ist mein kleiner Tipp, einfach bevor ich eine Entscheidung treffe, nochmal so 3 Minuten das sich durch den Kopf gehen lassen, was habe ich eigentlich jetzt heute gemacht. Oder was habe ich jetzt bevor getan, dass ich überhaupt hier gleich handeln kann? Bin ich überhaupt fit dazu? Habe ich einen ruhigen Kopf? Bin ich gestresst? Schritt 4. Wenn ich den Handel ausführe, sollte ich alle 3 vorigen Schritte auch natürlich ausgeführt haben. Das heißt, ich muss wissen, was ich riskieren kann, was ich gewinnen möchte. Und meine Analyse gemacht, ich weiß, was ungefähr am Tag passiert, welche Wirtschaftsnews anstehen, ob da wichtige Kracher dabei sind, wie zum Beispiel die Non-Farm Payroll, die immer am 1. eines Monats kommt, das ist mal am Freitag. Die nächste Non-Farm Payroll ist dann am 4.11., das ist am Freitag dann. Die steht auch wieder bald aus. Das sind dann Reporte, die den Markt so stark beeinflussen, dass da mit Kurssprüngen von 200 bis 300 Punkten innerhalb einer kürzester Zeitperiode mit zu rechnen ist. Merke, der Eingangspunkt des Trades ist genauso wichtig wie der Ausgangspunkt Ihrer Position. Das heißt, wenn ich mittendrin irgendwo anfange auf gut Dünken, weil ich gerade Lust habe, da einen Trade zu machen, aber gar nicht richtig analysiert habe und recherchiert habe, was eigentlich gerade auf den anderen Charts los ist oder wie überhaupt der Trend gerade ist, ja, dann
werde ich immer Probleme bekommen, auch mit dem Ausgang. Dann kann sein, dass ich zu früh rausgehe, obwohl ich vielleicht noch 50, 60 weitere Punkte hätte mitmachen können oder noch mehr oder weniger, wie auch immer. Das ist auch wichtig, dass man sich an gewissen Bereichen, Leveln, Kursbereichen fixiert. Ich nehme hier ganz gerne die Fibonacci-Analyse, die Methode dazu. Fibonacci ist sowieso für mich der größte. Alles baut, die ganze Welt baut im Grunde darauf auf. Computer bauen auf der Fibonacci-Theorie auf. Selbst Da Vinci hat damit gearbeitet. Der goldene Schnitt, man kennt das. Also wer das nicht kennen sollte, einfach mal bitte googeln, was es da überhaupt für zahlreiche Antworten gibt auf dieses Thema. Der genialste Mathematiker nach Einstein, vor Einstein meines Erachtens. Warum glaube ich, dass diese Methode, die ich anwende und immer wieder jeden Tag aufs Neue anwende, auch für Sie funktionieren wird? Zum einen, ich bin ein Trader aus Leidenschaft. Ich bin quasi ein regelrechter Forex-Junkie. Ich liebe es, neue Möglichkeiten zu finden, dass mein Trading noch erfolgreicher, noch gezielter, noch besser, noch risikoärmer zu gestalten. Und wenn meine Methode, die ich jetzt für Sie entwickelt habe quasi oder mit der ich schon seit längerem arbeite, für mich gut funktioniert, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es auch bei Ihnen funktionieren. Wenn ich in einer Strategie arbeite, habe ich immer zwei Dinge im Hinterkopf. Erstens natürlich ganz klar, die muss profitabel sein. Die darf mein Konto nicht vernichten und die muss einfach, ne, die muss passen. Zweitens, die muss einfach anwendbar sein. Ich darf mich nicht ablenken lassen von zu vielen verschiedenen bunten Indikatoren. Ich muss wissen, auf was ich achten muss. Und es sollte mich nicht allzu sehr stören. Das Chartbild sollte möglichst klar sein. Aufgrund meiner Eingangsregeln, die ich Ihnen eben noch zeigen werde, oder wenn ja die nächsten Wochen zeigen werde, wenn Sie die befolgen, haben Sie auf jeden Fall eine Gewinnrate von 75% oder höher. Das heißt, in den 25 verbleibenden Prozent sind im Grunde die kleinen Fehlentscheidungen, die man manchmal trifft, mit drinne. Die haben aber dann einen Hintergrund. Da haben sie sich an irgendwas nicht gehalten, die haben nicht ganz genau geguckt, die waren überhatzt. Entweder auf jeden Fall wurde dann eine verkehrte Entscheidung getroffen oder es stand kurz vor einem Major News Event und der Preis ist eben dann kurz in die andere Richtung gerannt. Obwohl man das auch auf der M1 als auch auf der M5 selbst vor solchen wichtigen News-Reporten wie von der Non-Farm-Payroll zum Beispiel, den Arbeitslosenzahlen und Arbeitsberichten aus den USA, bekommt man das schon wenige Minuten vorher angezeigt. Man kann das sehen, in welche Richtung es geht. Naja gut, kommen wir noch in den nächsten Wochen zu. Ich habe jetzt hier einen kleinen Fragenkatalog aufgestellt, den werde ich mit euch jetzt nicht komplett durchgehen. Ich werde die einzelnen Fragen in den nächsten Wochen in den Webinaren, dann gerne in den Live-Trading-Webinaren, Seminaren erläutern. Und gerne auch eure Fragen beantworten, sofern ihr irgendwelche neuen hier einbringen könnt. Ganz kurz nur die erste Frage, was ist Scalping überhaupt? Es befasst sich im Grunde Skalpieren. Scalping heißt, wir schneiden kleinste Positionen aus dem Markt. Damit sind diese Short-Term-Profite gemeint, dass wir mit wenigen Punkten vielleicht, das können auch nur 5 Punkte sein oder noch weniger. Bei uns sind das immer so im Schnitt so 10, 15 Punkte. Ja, auf der M1, manchmal sind das auch mehr. Aber dass man sich dann damit auch zufrieden gibt, dass man seine Orders schließt, die nicht weiterlaufen lässt. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, den weiterlaufen zu lassen, sofern man ja einen guten Eingang zum Beispiel auf einer höheren Chart gewählt hat. Aber da kommen wir noch zu, das ist nicht so das Thema jetzt im Moment. Nur wichtig ist, was ist überhaupt Scalping? Und das hat weniger mit Long-Term-Profiten zu tun oder mit Long-Term-Trades, die über Wochen oder Monate offen sind, sondern das kann von ein paar Sekunden bis ein paar Minuten bis wenige, ja, im Grunde sind das eine wenige Minuten dann, ja, gehen. Oder kann auch gerne mal eine halbe Stunde aufbleiben, je nachdem, wie der Markt sich eben verhält. Nur ich muss wissen, wann gehe ich wieder hier raus. Und selbst wenn das mit ein bisschen Minus ist, dann muss ich meine Order beenden. Nur das schützt uns vor Verlusten. Wir können uns mehrfach pro Tag auf die Lauer legen, quasi auch auf den kleinen Charts und können circa, wenn wir richtig fit sind und wirklich auch die Zeit dafür haben, zum Beispiel ich handle den ganzen Tag, man kann es locker auf 50, 60 gute Ordern bringen. Man muss es auch nicht übertreiben. Es gibt auch Feierabendstrainer, die zum Beispiel nur 1-2 Stunden abends Zeit haben und ja, für die Leute sollte es eigentlich auch möglich sein, noch ein paar Punkte aus dem Markt zu pressen und das ist es eben auch. Und das ist selbst auf der M1 mit circa 20 Punkten oder so zu erreichen, wenn man selbst nicht viel Zeit hat.
Man soll sich aber auch nicht unter Druck setzen, nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier Feierabend, ich muss das auf jeden Fall nochmal einen Trade machen. Ich habe ja gestern zum Beispiel nichts verdient, da war ja Montag oder irgendwas war nicht so gut oder ne, jetzt muss ich aber heute mal was machen. Sich selbst unter Druck setzen. Das ist ganz, ganz verkehrt. Und sollte sich eben dann aufgrund dessen keine eindeutige Chart-Situation ablesen lassen, keine eindeutige Entscheidung für mich dann spezifisch, dass ich dann sagen kann, okay, ich gehe jetzt hier short oder long und setze mein Take-Profit, dies, das, jenes, und schalte den Computer wieder aus, ja, dann wird es ein bisschen gefährlich. Also wenn, dann sollte man noch dabei sein, aber es ist wirklich möglich, innerhalb von einer halben Stunde 20, 30 Punkte zu gewinnen. Ich habe jetzt hier mal die Chart geöffnet, die 1-Minuten-Chart. Und ganz kurz gehe ich nicht ganz komplett ins Detail. Ich zeige euch einfach die wichtigsten Basispunkte. Wir haben hier einfach den beweglichen Trendkanal, diesen Volatile Indicator, der uns hier auf diesem roten Bereich hier diesen Support anzeigt, Entschuldigung, den Widerstand anzeigt. Das heißt, ab diesem Punkt stößt der Preis an seinen Widerstand. Der müsste da erstmal durchbrechen. Ja, tut er das nicht, wissen wir, okay, dann prallt er erstmal wieder runter. Grundfunktion 1. Dann haben wir hier unseren zweiten Eingang, unseren Short-Eingang, unsere Bestätigung quasi, diesen Balken. Wenn er sich gut ausbreitet, dann wissen wir auch hier Short. Jetzt habe ich hier unseren überkauften und unterver oder überverkauften Bereich hier unten angezeigt. Markiert mit der dicken Linie. Das sind diese Bereiche, an denen wir, selbst wenn der Preis, also hier natürlich kann auch hier, früher ist er bereits auch wieder nach oben getrieben, aber hier ab diesen Punkten sollten wir uns immer darauf vorbereiten, dass der Preis wieder mindestens Richtung Mitte bis zur Hälfte wieder nach oben wandern wird. Ja, in dem Fall sehen wir das hier gerade ganz gut. Der Preis hat diesen dritten Balken überschritten, diesen stark markierten Balken, ist abgeprallt und ist seitdem 10 Punkte nach unten gesaust. Gut, okay, das war kurz vor knapp, vor Börsenschluss eine Stunde circa hier, bevor der Markt hier geschlossen hatte. FBS ist immer eine Stunde früher als andere Broker. Wir können auch hier ganz klar schon erkennen oder möglicherweise erkennen, wie sich das Opening Gap verhalten wird, dass der Preis möglicherweise noch weiter sinkt. Das sehen wir hier anhand dieses RSI-Indikators. Okay, die Balken sind hier noch gleich, aber wir sehen, dass das Volumen hier gerade von unserem Stochastik schon eigentlich dabei ist, wieder zu steigen. Also es ist möglicherweise, okay, es ist schwer zu sagen, wie wird das Gap jetzt verlaufen, wird das ein Long oder Short? Ich gehe davon aus, dass der Preis ein paar Punkte runtersausen wird. Denke, gehe davon aus, dass wir uns eventuell hier bei den 1,4060 wiederfinden könnten und dass er dann im Laufe des Tages wieder aufholt. Sollte er natürlich hier durchbrechen, würde er ja, ganz klar wieder erstmal das alte Retracement hier voll machen, die 1,4247 in dem Falle hier, in dem Beispiel, im Fibonacci Retracement. Und längere Long-Term-Ziele sind natürlich generell zu erwarten. Ja, ich sehe aber hier auch gerade einen Cut. Es ist möglich, dass der Preis hier nochmal circa bis hier zum Trendkanal steigt, wieder short geht. Gut, das ist jetzt hier auf den höheren Charts. Auf der M1 ist ganz wichtig, dass wir uns immer in diesem Bereich hier aufhalten. Ja. Haben wir hier einen Eingang, Short, gehen wir Short. Sehen wir hier, dass das Volumen nachlässt und hier gerade umdreht, gehen wir aus der Order raus. Sobald hier eine Schere erscheint, bei diesem Short zum Beispiel, diesen Eingang, der wäre circa hier gelegen, wissen wir, gut, das waren dann 20 Punkte Spitze circa. Ab dem Cut gehen wir aus der Order raus. Wir sehen auch, dass wir hier am unterverkauften Bereich wieder bereits angelangt sind. Und uns wieder auf weitere Long-Ziele einstellen sollten. Wir sehen hier zum Beispiel die Trendlinie ist ganz klar, die steht hier oben auch, der Trend ist aufwärts. Wir hatten das letzte Buy-Signal mit einer Uhrzeit versehen, das aktuelle letzte Buy-Signal, das können wir uns auch dann hier nochmal selbst in der Chart raussuchen, welcher Punkt ist das. 1,4162 war demnach dieses letzte hier, dieser Eingang. Ja. Also ich arbeite damit eher sekundär. Wichtig ist, dass wir hier den Trend haben und da steht immer hier ganz klar, wie der zeigt, der steigt gerade aufwärts. Wir sehen hier einen Breakout, da er durch den Trend gebrochen ist, durch die Trendlinie. Und hier verläuft er die ganze Zeit im Grunde unterm Trend, ja, unter der Trendlinie. Wird hier wahrscheinlich hier ein paar Punkte runterkommen. Auf den 5 können wir es eben besser sehen, dass er hier gerade im Grunde eintaucht, aber hat diesen Bereich nicht überschritten, diesen 75er Short-Bereich. Das heißt, für uns erstmal deutet das einen Seitwärtsverlauf an. Wir kaufen, verkaufen an solchen Punkten, kaufen an solchen Punkten, hier etc. pp. Gibt es mehrfach Möglichkeiten und wir kaufen auch immer, wenn unser
Indikator unten, unser Bear und Bullish Indikator, uns zeigt, okay, ab hier Long, ab hier Short. Jetzt zum Beispiel wäre hier, wenn ich vorher Long gewesen wäre, dieser Order, Richtung Trendlinie, hätte ich jetzt hier an den Balken, an vorne des Balkens gesehen, dass ich jetzt meine Long Order beendigen sollte, da er hier mir schon Short anzeigt. Ja, das geht ein bisschen früher, also ich hätte auch hier oben schon bei der letzten Kerze rausgekonnt. So. Und wäre halt hier mit, ja, 17, 15 Punkten wäre ich dann rausgegangen. Gut. Muss dazu sagen, dass am Freitag sehr, sehr wenig los war. Wir hatten einen ganz, ganz, ja, langen Seitwärtsverlauf. Es ist ganz, ganz wenig los gewesen. Und trotzdem hat noch der ein oder andere seine 120, 150 Punkte hier rausgeschnitten, habe ich gehört. Freut mich auf jeden Fall. Ich habe am Freitag ehrlich gesagt weniger gemacht. Ich habe nicht so viele Punkte gemacht. Ich habe viel hier Vorbereitung noch zu erledigen gehabt. Aber trotzdem freut mich. Wir sehen es hier auf der Daily Chart ganz klar oder eventuellerweise, dass der Preis hier nochmal 300 Punkte nach oben sausen könnte bis ins 1,61er Retracement. Das geht jetzt ein bisschen weiter. Das hat mit dem Scalpen jetzt weniger zu tun, aber ihr könnt mit dem System ganz klar im Grunde alles machen, was ihr möchtet, nicht nur Scalpen. Wir sehen unsere Trendlinie hier oben. Das wäre der nächste Widerstand demnach bei 1,4480 circa oder 84 demnach, ja. Das ist hier durchaus damit zu rechnen, dass der Preis hier nochmal nach oben schießt. Jetzt nicht sofort. Ich denke, dass hier eine Korrektur stattfinden wird. Circa, denke mal, gut möglicherweise wieder an das letzte Retracement oder mindestens auf die 1,4060 sowas wieder runter. Und dann eventuell wieder nach oben steigt. So wie das jetzt gerade allerdings aussieht, könntet ihr auch noch weiter Auftrieb bekommen. Aber das ist jetzt hier gar keine Prognose, sondern ich sage einfach nur, das ist noch die Option, das ist die Möglichkeit, da könnt ihr hier noch 300 Punkte weiter oben steigen. Könnte auch noch weiter steigen bis zu diesem Level. Spätestens hier wäre der so überkauft, dass der richtig 200, 300 Punkte nach unten sausen würde. Oder vielleicht, ja, genau, bis hier wieder an diesem, das nächste Retracement. 300 Punkte. Okay, ich habe euch das jetzt kurz vorgestellt, das System. Ihr wisst ungefähr, um was es geht. Und wir haben hier mögliche, wir können hier an den Chart noch einiges einstellen. Wir können uns hier weitere Mini-Charts einbauen, das ist ganz klar. Ich habe jetzt so diese kleinste hier gewählt, dass wir das besser sehen. Ich habe die Farbe hier extra auf Grau umgestellt, dass wir uns da nicht ablenken lassen, dass der Balken hier gerade bei oder Long geht. Wir haben hier unseren Short, ab hier unseren Long, hier der Exit, kurzfristig, hier den Long. Ja, natürlich nicht alles, der Indikator reicht leider nicht dafür aus, komplett hier damit zu arbeiten. Wir haben noch andere Möglichkeiten, aber wir sehen, wir halten uns immer hier in solchen Bereichen auf. Wenn wir an diesen Punkten immer verkaufen, sind wir gut beraten. Na, hier verkaufen, an diesem grünen Bereich anfangen zu kaufen, ist auf jeden Fall gut bis zum Mittelkanal und das lässt sich eben auch auf alle höheren Charts umsetzen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel, hätten wir einen guten, super Eingang erstmal hier bestätigt, hätten wir den nicht ganz erwischt, hätten wir spätestens hier im Trendkanal einsteigen können und hier bis zu diesem blau gestichelten Mittelkanal kaufen können. Das waren 220 Punkte. Ich messe einfach ganz gerade hoch. Wir hätten natürlich hier schräg noch ein bisschen mehr erwischt. 270, aber da einfach direkt das Take Profit aufsetzen und einfach abwarten. H4-Chart dauert ein bisschen, dauert ein paar Tage, manchmal auch nur ein, zwei Tage. Das kann man nicht voraussagen, wie lange das dauert, nur dass es erreicht wird. Das ist ganz klar gewesen. Ja, sehr, sehr einfach zu erkennen gewesen, hauptsächlich auf der H4-Chart. Wenn man dann mal überlegt, wie weit der ganze Preis insgesamt gesunken, gestiegen ist, bis er den nächsten Short-Eingang hier erstmal Preis gab, dann sehen wir, dass es hier 660 Punkte waren und erst ab hier ging der Preis wieder ans Sinken. Ja, und lief hier im Grunde auch wieder seitwärts. Hier wieder die Möglichkeit mit dem Buy-Stop und Sell-Stop zu arbeiten, wie auf der M15 sehr gut zu sehen ist, dass wir hier einen Seitwärtsverlauf haben, da wird auch unten angezeigt, seitwärts, und ab diesem dicken Punkt quasi ein bisschen Punkte drunter, dann ab dem letzten Tief, das wir hier sehen können, was etwas größer. Das war jetzt die 1,4134, gehe ich auf die 1,4124. So, setze hier meine Pending Order rein. Und könnte, ja, circa bis hier erstmal, ja, es ist ein kleiner Scalp. Denke aber, dass der runter bis ins 50er Retracement kommen wird, aber das sind Vermutungen. Das kann man nicht sagen. Vor allen Dingen nicht, wie der Markt sich jetzt heute Nacht entwickeln wird und welche Richtung das Gap geht und wie groß das sein wird, ob das 50, 60 Punkte sind oder auch da gar nichts viel, nicht wirklich viel passiert. Das können manchmal auch nur 10, 20 Punkte sein. Hat ja auch schon viel jetzt erreicht die letzten Tage. Das Paar. Demnach sieht das gerade so aus, dass er weiter runterkommen wird. Ja, aber das ist jetzt hier, nicht jetzt hier irgendwelche Order setzen heute Nacht.
So, dann gibt es ja diese kleine Anleitung hier. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass wir ab dieser Markierung plus die 10 Punkte runter oder 15 Punkte auch. Ich denke, man könnte auch direkt diesen Trendkanal wieder hier nehmen. Der zeigt uns das auch gut auf, diesen Punkt. Und hier setzen wir unsere, in dem Falle, und setzen hier oben drüber. Ab diesem Punkt, das letzte sehen wir hier, nochmal 10 Punkte drüber. Ich denke, das wird auch der Mittelkanal sein. Ja, 7 Punkte. Nehme ich mal diesen Wert, das ist die 1,4210. Und setze mein Ziel dann hier oben hin. Ja, meine Buy-Stop-Order. Die wird dann hier ihr Ziel finden bei 1,4250 circa oder 40. Ja, das wären knapp 30, 36 Punkte. Und hier wäre es auch nicht all viel mehr. 22 Punkte, eventuell geht er noch tiefer.